4-3. Ja, das war, glaube ich, irgendwas mit. Ach, genau, mit diesen Zahlenplattformen, die wir schon in den 3 in dem Level gesehen haben. In 3-6. 3, 2, 1, hopp. Alter. Alter. Übertreib's nicht, Spiel. Du kannst so oft auf die Plattform springen, wie die Zahl über dir anzeigt. Vorsicht, mit jedem Sprung verringert sich gleichzeitig auch die Zahl. Was sagt los? Alter, das ist zum Kotzen mit den Necks. Ich bin ganz ehrlich. Ui, das hat sich aber gelohnt, also wirklich Spiel. Wie ging denn das hier nochmal? Keine Ahnung. Die Level hier, die mochte ich nicht so sehr. Das heißt nicht so sehr. Ich glaube, ich habe ihn gehasst. Ich hasste ihn. Hier war irgendwas Gemeines. Alter! Guckt euch das mal an! Was soll denn sowas? Meine Güte! Genau, dich meinte ich. Du bist nämlich ein Arsch. Toll. Ne Güte-Spiel, was ist los? Warum leckst du? Das immer nur manchmal. Wenn es ja durchgehend lecken würde, wäre es ja okay. Dann wüsste ich ja, dass irgendwas nicht. Also, irgendwie, wisst, ne? Aber hier, guck dir das an. Mal kurz danach hört's auf. Das ist übelst nervig. Das ist nervig, als wenn es richtig lecken würde. Und meine Stimme ist schon wieder so hoch, wenn ich mich aufhänge. Ganz ruhig. Das macht's nicht besser. Das macht's einfach nicht besser. Okay. Gucken wir erstmal weiter. Ah, la 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 la. Ja, ja, erst wenn die Speicherpunkte kriegen, dass die Pflanze ihre Schnauze hält. Okay. Speicherpunkte mit rote Münzen, wenn ich das sehe. Okay, ich kein Problem mit. Hier schon ein Speicherpunkt. Übertrieben. Obwohl, wenn sie anfangen mit Lenken, bin ich tot. Genau, genau. Spring einfach durch die Kanonenkugel drauf. Durch die Kanonenkugel durch. Und lande nicht drauf, obwohl ich hätte drauf landen müssen. Aber das interessiert ja das Spiel nicht. Dafür hole ich mir jetzt ein Leben. Es sei denn natürlich der gute alte Kyoshi? Alter. Man sollte vielleicht anmerken, dass wenn man sich aufregt, man wenigstens doppelt so schlecht spielt, wie man so schon spielt. Was? Wo kommt der denn her? Mein Gott, ich hasse diese Gegner, weil wenn du die einmal verpasst, dann war's das. Die kommen ja nicht nochmal wieder. Ja komm, geh einfach weg. Oh. Halt. So. Wofür hat man sonst die Gegenstände? Ich mag diese Pflanze nicht. Aber die Musik ist einfach nur geil. Naja, die Musik hält mich noch so ein bisschen bei Laune. Aber auch nur ein bisschen. Trifft doch! Und drauf da. Yoshi. Provozier mich doch nicht. Glaub mir, ich bin leicht zu provozieren. Viel zu leicht, aber euch lebe ich auch die Spiele. Ich habe halt meine Höhen und meine Tiefen. Und nein, ja, ja natürlich, ich nehme ja das Kind noch weg. Und ja, freilich, sicher, wie nett das doch war. Und doch mal von ganz vorne, ja, natürlich von ihr. Mal gut, dass der Speicherpunkt so genial gut gesetzt ist. Am Anfang des Levels macht Sinn. Und nicht irgendwie, nachdem man die ganzen Strapazen hier durchgemacht hat. Nein, das wäre ja nett für den Spieler.
Super Job, Nintendo. Oh mein Gott, ist der Level beschissen. Ja genau, leck noch ein bisschen, das macht's gleich noch sehr viel besser. Und jetzt habe ich vor allem den Gegenstand hier noch umsonst benutzt. Das ist doppelt so gut. Also, Moment, was sag ich? Der schlimmste Feind bin immer noch ich selbst. Ich hab kein Kommentar. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Du machst dich ab. Das gibt es nicht. Sag mal, bin ich eigentlich komplett bescheuert oder was? Der Level ist einfach. Oder es ist doch jetzt ja nichts Schweres. Wieso stelle ich mich denn so doof an? Alter Verwalter. Also wirklich, das kann doch nicht sein. Was mache ich denn falsch, Spiel? Was habe ich dir angetan? Nee, halt, das war die erste, dass das Viech auftaucht. Und jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr so eine Karte. Das gibt's nicht. Nein! Das gibt's nicht! Scheiße auf dieses Spiel! Ich hab nur Schießer. Das sind die Momente, wo ich mir denke, eine Facecam würde ganz gut kommen. Ja, mein Gesichtsausdruck jetzt sehen würde. Wie ich diese Viecher hasse hier mit ihren Mister. Komm angeflogen, dann sind sie wieder weg. Die Münze auch. Ja, natürlich treffe ich nicht. Ja, natürlich. Und. Der Scooper fliegt im Weg. Gleich fliegt die Flasche gegen die Wand. Gleich. Diese Stelle ist behindert. Einfach nur behindert. Und mach dich ab, Fliege, oder ich fress dich. Was für eine Drohung. Mach dich ab, oder ich fress dich. Los, her damit. Alter, er wollte die Zunge nicht rausstrecken, ne? Dieser blöde Tittennuckler, wenn damit einer was verbinden kann. Alter. Wut. Hass. Verzweiflung. Die Stelle haben wir ja noch gar nicht gesehen. Hier waren wir ja noch nicht. Okay, ich glaube, jetzt wird alles gut. Und ich konzentriere sofort auf die Musik, die ich ja so sehr mag, mich ja auslachen würde. Ja, natürlich treffe ich nicht. Alter, sag mal, kann ich überhaupt was? Okay, es fehlt immer. Was mache ich? Was mache ich denn? Oh meine Güte! Ja, natürlich fliegt doch noch höher, dass ich nicht an dich rankomme. Alter, das Spiel, ne? Es wäre eindeutig nicht, dass ich es gerade spiele. Ist gut, Spiel, dann sag es mir. Wenn es so ist. Dann sag es mir einfach. Mach nicht sowas. Komm. Pump dich einfach auf. Ja, und wir fliegen jetzt tatsächlich mit diesen Luftballon los. Also man will es nicht glauben, das Spiel ist gut und voll mit innovativen Ideen. Und nicht irgendwie das Spiel mich hier verarschen will von oben nach unten. Nee. Die
Blumen würde ich gerne haben. Okay, es fehlen noch die Münzen. Keine Ahnung, wo gab's denn die jetzt? Aha. Nee. Mir fehlen jetzt nicht 2 Münzen. Nicht ernsthaft. Hey, klasse. Super, da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.